Überwachung, die wir ständig jetzt im Fernsehen verfolgen, von den Amerikanern, von der NSA, von Großbritannien und so weiter, das ist zweifellos ein heilloser Skandal. Aber meiner Meinung nach ist der viel größere Skandal das, was bei uns ganz regulär und auch gesetzmäßig passiert. Das geht los bei der Geburt jedes Menschen. All die Schwierigkeiten und guten Seiten bei einer Geburt werden auf der Gesundheitskarte festgehalten. Dann geht es natürlich weiter. Das Baby behält diese Gesundheitskarte. Alle späteren Kinderkrankheiten, ernsthaften Krankheiten, sonstige Arztbesuche, einschließlich zum Beispiel Verhütungsmitteln, alles wird penibel, genau, zentral gesteuert. Dann wird das Baby etwas älter, kommt in die Schule. Dort werden in einigen Ländern, nicht in allen, verpflichtend zentrale Schulregister geführt. Da werden nicht nur die Fünfer in Latein und Englisch festgehalten, sondern auch, ob zum Beispiel das gut erzogene Kind zum Lehrer irgendwelche Schimpfworte sagt. All das wird festgeschrieben, festgehalten. Dann geht es weiter. Irgendwann einmal bekommt das Kind ein Handy. Strahlenbelastung hin oder her, das ist egal, es bekommt sein Handy. Damit ist die Überwachung perfekt. Denn es wird nicht nur festgehalten, wann er mit wem spricht, sondern auch, wo er ist. Die Lokalisierung, die Ortsbestimmung durch die Handys geht normalerweise nicht sehr genau, auf vielleicht 10, 50 Meter. Mit Zusatzeinrichtungen geht es auf einen Meter genau. Und Sie erinnern sich, dass der israelische Geheimdienst Terroristen im fahrenden Auto erschossen hat, die sie mit dem Handy geortet haben. So genau geht das. Dann werden natürlich nicht nur diese Handydaten festgehalten, sondern vorsichtige Leute schalten ja das Handy aus. Und dann weiß man theoretisch nicht mehr, wo sich der oder diejenige befindet. Aber es gibt Programme, und das kam durch einen Gerichtsprozess in den USA heraus, die ein Handy unbemerkt anschalten können, sodass es sich an der Stelle, wo es ist, einloggt in die Handyantennen auf den Dächern, und dann weiß man wieder haargenau, wo diejenige oder derjenige sich befindet. Also die Überwachung ist lückenlos. Und dann, wenn man schon bei den elektronischen Medien sind, wir haben es ja vorher gerade gehört, E-Mails, hat mir mal ein Datenschutzbeauftragter gesagt, sind so, wie wenn Sie eine Nachricht auf einer Postkarte mit Bleistift schreiben. Jeder kann es lesen, jeder kann es ausradieren und anders schreiben. Dann kennen Sie alle die Überwachung über Facebook und über die sozialen Medien. Hier geben die Leute ja freiwillig sehr viel von sich preis. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es den Bundestrojaner, den man in den Rechner schicken kann und der dann den ganzen Rechner aufspioniert. Schließlich sollte man nicht vergessen, zur Terroristenabwehr natürlich, werden überall Überwachungskameras installiert. Die Überwachungskameras halten die Leute fest, uns hier, und sie müssen aber wissen, dadurch, dass sie ihren Pass machen haben lassen, mit den Gesichtsfotografien, mit den biometrischen Daten, können sie ferngesteuert automatisch alle, die sie hier sind, persönlich identifizieren. Das heißt, selbst wenn Sie kein Handy bei sich tragen, ab und zu fahren Sie in der U-Bahn oder gehen auf einen belebten Platz, und dann werden Sie ebenfalls genau erfasst. Übrigens in Zukunft auch die Autos. Dann ist das Nächste, was so ganz normal ist, die Payback-Karten. Früher haben die ja Rabattmarken geheißen, und die Rabattmarken waren dazu da, um den Kunden, den Stammkunden, Rabatt zu geben. Die Payback-Karten heißen logischerweise nicht mehr Rabattkarten, denn ihr Hauptzweck ist nicht der Rabatt, sondern der Hauptzweck ist, das Käuferprofil dessen zu erfassen, der diese Karte hat. Es wird ja jeder Einkauf genau registriert, und meistens werden solche Karten nicht von einzelnen Firmen ausgeteilt, sondern von ganzen Verbünden. Und dann weiß man natürlich in einem sehr breiten Spektrum,
was diejenige oder derjenige kauft, wofür sie sich interessieren. Demselben Zweck dienen Kreditkarten. Hier hat man dann den völligen Überblick über die Konten. Jetzt ist es, ein letztes sollte ich nicht vergessen, das sind die intelligenten Zähler, die intelligenten Stromzähler oder auch Smart Meter genannt. Die lassen, wenn man es genau nimmt und einen Chip für etwa 5 Euro einbaut, sogar ganz genau das Gerät identifizieren, das sie gerade an- oder abschalten. Das bedeutet letzten Endes, dass zentral erfasst werden kann, wer welches Fernsehprogramm anschaltet, wer wann aufsteht, wer wann zu Bett geht und so weiter. Diese Weitergabe der Daten ist zwar per Gesetz verboten, aber Sie wissen, wie das mit den Verboten bei uns in Deutschland ist. All diese einzelnen Daten wären eigentlich relativ harmlos. Interessant wird es erst, wenn man sie zusammenfasst. Und dazu gibt es ein europäisches Projekt, heißt INDECT, das fasst diese Daten zusammen und erstellt so genaue Daten über die einzelnen Leute, dass man sogar vorhersehen kann, wann jemand eine Straftat begeht. Das heißt, die Leute, die INDECT betreiben, es ist im Augenblick noch nicht im Einsatz, aber die Leute, die INDECT betreiben, wissen eher als der Straftäter, wann er eine Straftat ausführt. Warum braucht man so etwas? Das ist ganz interessant, denn in der EU erwartet man tatsächlich soziale Unruhen infolge der ganzen Finanz- und Eurokrisen. Es wird ja in einigen Ländern zu massiven Einschnitten kommen. Und dazu gibt es die Eurogent vor, eine paramilitärische Polizeigruppe mit Panzern, mit allem drum und dran, was so zum Militär gehört, zur Aufstandsbekämpfung. Und Sie können sich vorstellen, je eher man etwas weiß, dann kann man die Truppe schon hinbringen, bevor der Aufstand überhaupt sich richtig entwickelt. Das ist das Ziel des Ganzen. Jetzt komme ich nochmal an den Anfang zurück. Das, was wir in den Medien gehört haben, ist ohne Zweifel ein Riesenskandal. Das, was ganz legal bei uns passiert, ist ein weitaus größerer Skandal. Es ist nicht nur ein Skandal, es ist eine richtige Gefahr für die Freiheit. Vielen Dank. So, das war der...